Hallo liebe Freunde von Auswandern in Thailand. Sawadika. Einen wunderschönen guten Tag hier von unserer kleinen Familie her. Heute geht's aus Songkran. Ihr seht, wir haben die roten T-Shirts an. Da geht's ab, Leute. Keine Ahnung, was wir machen. Wir keine Ahnung, was wir erleben. Wir gehen einfach mal gucken und nehmen euch mit. Ne? Heute auf jeden Fall alles unterwegs her in Songkranfest. Und natürlich Beachlife. Machen wir auch noch ein bisschen was Gutes essen mit der Familie am Strand. Das ist immer gut. Ne? Kamera noch vorne und los geht's. So, wir haben hier Songkran bei uns in der Straße. Hier muss man einen kleinen Tribut zahlen, ja? Einen kleinen Tribut zahlen hier für Songkran. Schaut sie euch an. Komm schon einmal Wasser am Sonnenspor. Wir sind jetzt hier am Wasserfest. Wisst ihr? Hier wird mit Wasser gespritzt. Jawohl, aber die Schöpfe ist sauber. Das tut Wasser verkaufen. Das ist eine Maschinenpistole. Ach so, und dann auch noch. Und eine Lache. Dann machen sie den Pickup voll. Oh, da kommt der Scheißauslaster. Der Scheißauslaster, hoffentlich spritzt der nicht da. Ja, gehst du noch Scheißaus leer gemacht, heute wieder mit Wasserspritze. Sind dann überall die Wasserauffüllstationen, ja, wo man dann sein Pickup voll machen, also sein Fass voll machen kann mit Wasser. Oh, dann laden wir ab, nicht. So, die Ähmerchen sind das Beste, da kommt richtig, richtig viel Wasser ab. Spritzpistole kann ich schon vergessen. Da muss ich auch her. Aua. Yes, dann mache ich nochmal. Da kannst du wieder Wasser kaufen, Wasser auffüllen. Eine Füllung 30 Baht. Da ist elle lang der Strand. Ein riesen Strand, Leute.
und richtig breit, Leute. Das ist aber doch kein Kokonuss. Ha? Mit mir mal haben wir da jetzt. Unter der Woche kein Mensch hier, Leute. Oh, Eisverkäufer. Das ist typisch Eisverkäufermusik, Leute. Die typische Eisverkäufermusik. Hält man so fett, jetzt kommt der Eisverkäufer. Wenn du die Kamera tust. Ach, der gute Mann kennt uns. Hallo, guten Tag. Ach so, servus. Na, man wird. Ich dachte mal, Witzle, gell? Schön, dass man sich mal kennenlernt. Ne? Wie heißt du, wenn man fragen darf? Tatwa 1. Wie? Tatwa. Tatwa. Ah, so. Ah, du bist auch schon Rentner, ja? Also, siehst noch jung aus, deswegen frage ich ja. Habe ich noch gedacht. Ne? Ja, ich habe früher angefangen, ich habe schon 60, bin ich schon aus. Na, prima. Je früher, desto besser, wollen wir mal ehrlich sein. Absolut. Und dadurch kann ich ja 2 Monate auch bleiben. Ne? Genau, jetzt super. Jetzt habe ich nur 45 Tage diese 45 Tage, ne? Ja, Oliver, okay. Also wir wollen euch euer Ja, kein Problem, kein Problem. Schön, dass wir dich kennengelernt haben. Ja, macht Spaß, gell? Alles klar, okay. Und behalte deinen Humor. Machen wir. Hopp. Ciao, tschüssi. Aber es klar, auch noch ist. Ich meine, soll man von den Talern noch holen weg? Oh, nein. Wir warten, Papaya-Salat. Ja, okay. Dann warten wir halt. Von dir? Oder ich meine? Das ist sehr gut. Die sind doch gar nicht so scheu, was jetzt als Film angeht und so, ja. Aber man muss natürlich aufpassen, ob da nicht der Chef mit der Sekretärin ist und so. Da muss man halt immer ein bisschen gucken, gell. Das ist halt so. Weil wie gesagt, da wollen sie dann ein schönes Wochenende mit der Sekretärin machen. Da wollen sie natürlich nicht im Film sein. Ist ja ganz selbstverständlich. Komm, da kann man lieber gehen. Es sind nicht so viele Leute da, ne? Das ist aber an der Stadt besser. Ja? Kronus. Kokosnuss. Gehen wir mal eine Kokosnuss. Ein riesengroßer Strand, Leute. Komm, da können wir Kokosnuss-Hopping machen. Ha? Kokosnuss-Hopping. Von einer Kokosnuss zu nächst Kokosnuss. Kokosnuss-Hopping. Ja, komm mal. Mama. Ja, die Sonne ist schon heiß, Leute, ne? Trotz Schirm. Der Sand ist schon mal schön heiß. Aber wie gesagt, die Kokosnuss, das ist so ein Ausweg. Kann man Kokosnuss-Hopping machen. So, schon stehen wir wieder im Schatten der Kokosnuss. Ja. Kokosnuss-Hopping. Korn ist jetzt hier eine thailändische Spezialität. Das ist Eis. Also normales Wassereis. Mit verschiedenen Sachen gemixt. Für 20 Baht kriegt man 3 verschiedene Sachen. Kann man schon hinmachen. Luket sind Rosine. Schaukur ist das aus Kokosnuss gemacht. Lukshit ist die. Auf einer Palme ist das. Ne? Ah, 90% geht wohl, okay. Ah, denk noch, je 17 Bier, ich hab. So weit, das Eis wird noch nicht geschabt. Ne? Richtig, okay. Bravo. Schöner Eiswürfel wird da drin geschabt. Ne? Dann kommt das Eis da unten hin. Sehen ne? Innen und drin sind die 3 Sachen. Ne? Dann noch Rosine oben drauf. So eng dagegen, ne? Gut. Oh, die machen gerne 70 Bier durch. Und dann noch Sirup, roter Sirup drauf. Gegen. Halm. Nom. Und dann noch Milch. Süße Milch ist das, Leute. Also richtig schön, Papi süß. Pet zum Damm. Ui, sie haben hier. Pet kack. Du siehst, ich weiß, sie ist an. Kinder immer essen, genau so hören sie.
คินน่ะดิเบลคอมอ่ะเดี๋ยวลูกสะใภ้ก็มากับลูกชายเดี๋ยวเดินมาเพราะว่ากินข้าวกันอยู่ลูกชายเขามะเร็งไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวกันเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดินมาเห็นน่ะ das ist jetzt halt so typische thailändische Spezialität halt ebenmit dem geschabten Eis. Ihr wissen auch, ich habe da daheim von einer Eisschabe, von einer moderneren, sie hat ja noch billiger da. Ich habe eine daheim, also ich habe zwei, zwei Stück daheim, das ist jetzt so einfache Eisschabe. Ne? Kappen Kapp? Crash-Eis, genau, Toto. So ist es. Oder pass an, wird mir jagt halt. Pass an, jemand jagt war. Das ist, wo die lokale Leute essen. Aber wenn du das Crash-Eis, da weißt du halt nie so genau, wie die halt, wo das Eis halt herkommt. Ne? Ich dachte vor allen Dingen vergessen, wie es halt auch transportiert wird. Ne? Es wird ja oftmals auf dem Pickup transportiert her. Ne? Da wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtig halt eben. Ne? Wie ich es halt esse, den ich halt lieber sowas nicht esse. Ist das nicht schön? Das ist ein schönes Panorama da jetzt. Komm her, da mach ich mal ein Bild, du stellst dich mal vorne dran. Sieht schön aus, da hinten ist noch nicht die Insel noch vor. Ach, es hat schon eins. Ja, die Emmy hat schon eins. Jawohl. Okay, Pan Song Loi. That's it, ne? Okay, passt, war glatt Luft. Boah, hier ist wieder Deibel her. Danke fürs Essen. Bitte schön, mein Sohn. Emmy, danke. Danke. Bitte, ihr Kinder. So, liebe Freunde von Auswandern in Thailand, wir kommen jetzt in eine Ecke hier, wo es schwierig ist zu streamen. Da werden wir, ja Moment mal, so schnell sind wir noch nicht. Also, wir kommen jetzt in eine Ecke rein, da wird es schwierig zu streamen, da haben wir keinen Empfang mehr. Und bevor wir hier rausgeworfen werden und haben nicht Tschüss gesagt, wir sind morgen wieder online, Leute. Morgen machen wir das Songkran-Fest traditionell, wie es zu Hause normalerweise abläuft. Mit der traditionellen Waschung von unserer Oma, ne, Schwiegermutter. Wir bedanken uns bei euch herzlich fürs Zuschauen, euer Dabeisein und für eure Follows, die ihr da gelassen habt. Ciao, ciao und schönen Abend noch. Das war's von uns. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüssi. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.